Ein langes Jahr von Eva Schmidt. Wie fängt man ihn ein? Den Alltag, das, was uns alle umgibt. Jene unaufgeregten Momente, die ein Leben ausmachen. Sie kann das, Eva Schmidt. Und ihr Roman Ein langes Jahr, das erste Buch seit 19 Jahren. Es gab einfach sehr viel anderes zu tun, eine sehr große Familie, eine komplizierte Familie. Und ich hatte nicht wirklich den Kopf zum Schreiben. Also es waren einfach andere Dinge wichtiger. Das Leben war einfach wichtiger. Einem Geflecht gleich kreuzen sich in diesem Buch Lebenslinien. Überforderte Eltern, Trinker und Träumer. 38 Miniaturen, verortet in einer öden Hochhaussiedlung. Ein Wohnblock reihte sich an den anderen, dazwischen Wege. Die Hausnummern waren auf die Fassaden gemalt, in riesigen Ziffern und unterschiedlichen Farben. Die Hauseingänge verstellt mit Müllcontainern, Fahrrädern, Gerümpel. Menschen leben miteinander und doch aneinander vorbei. Ihre Blicke treffen sich im Treppenhaus, von Balkon zu Balkon. Der Blick auf das vertraut Fremde. Ja, sind sehr viele sehr einsam, darum haben sie wahrscheinlich so viele Hunde. Irgendwann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, das sind viel zu viele Hunde und das geht doch nicht. Aber ich konnte dann einfach keinen weglassen. Und genau das macht Eva Schmidts Schreiben aus. Es ist eine Literatur, die wenig braucht und doch alles hat. Und aus der man kein Detail weglassen kann.